10. Der letzte Montag in diesem Jahrzehnt. Das dann im Prinzip jetzt zu erhitzen. Genau. 30. November. Was ist denn das? 31. Oktober. Die Hoffnung ist, dass wir AdBlue kriegen. Na, mal gucken. Wir müssen einkaufen. Wir sind durch der Schweiz. Ob sie AdBlue nachfüllen oder nicht. Wie viele Kilometer haben wir gemacht, ne? 450? 460? Stopp. Das dachte ich mir. Das ging jetzt schnell. Ja. Wir haben gerade abgewaschen. Daumen hoch da natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es so, ich weiß nicht wie lange, ich habe meine Uhr ist auch noch nicht an. Da ist eine Uhr. Wir haben es 8:30 am Montag, dem 30.12.2019. Der letzte Montag in diesem Jahrzehnt. Dann ist vorbei. Dann kommt ein neues Jahrzehnt. Vielleicht mit einem besseren Montag. Wobei, das soll vom Wetter nicht schön sein, habe ich schon gesehen. Also, dann bleibe ich lieber in diesem Jahrzehnt. Das ist schon viel mit Schnee. Ja, dann haben wir, glaube ich, noch was zu berichten. Das kann der Stefan machen, denn der ist unser Technikmensch hier. Ich bin der Labermensch. Naja, es war ja klar, Wasserleitung wieder eingefroren. Aber wir haben diesmal nicht angemacht. Das heißt, die Sicherung sollte nicht fliegen. Wir werden das jetzt auftauen lassen über die Fahrt und dann schauen wir mal. Aber wir waren ja nicht doof, wir haben uns ja schon eine Flasche Wasser wieder abgefüllt gestern, um das dann im Prinzip jetzt zu erhitzen. Genau, das reicht dann für Tee, um sich frisch zu machen, um Zähne zu putzen, dafür reicht das wunderbar aus. Ja, deshalb werden wir jetzt frühstücken, dann gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal vor die Tür, weil wie gesagt, das ist ja jetzt unser Abschied, wir müssen Abschied von der Schweiz nehmen. Haben aber heute noch ein bisschen was vor, wahrscheinlich fahren wir über die Autobahn zurück. Dann sind wir in 1,5 Stunden in Höchst und dann müssen wir entweder nach Hart oder nach Bregenz, weil wir wollen nochmal versuchen, AdBlue nachzutanken. Mal gucken, ob das funktioniert heute. Ja, und dann geht es Richtung Norddeutschland. Ich denke immer noch, dass Würzburg so die Kante sein wird, bis weit wir fahren könnten oder wollen. Ja, da sind wir mal gespannt, ob das so wird. Und ich sage mal so, erstmal einen guten Hunger. Guten Hunger. Wir haben lecker gefrühstückt, haben uns fertig gemacht und sind nochmal zu unserem Platz gegangen, hier in Bergün. Das haben wir so oft schon gesagt, aber warum sagen wir das so oft? Ja, weil sie hierher kommen sollen, die Leute. Genau, weil es einfach wunderschön ist. Das hätten wir selber nicht gedacht. Es lohnt sich wirklich. Wie gesagt, wenn man anguckt, wir sind, glaube ich, am 31. Dezember sind wir hier durch. Ja, 31. Dezember ist doch Spaß, das ist ja morgen. 30. November. Nee, was ist denn das? 31. Oktober. Fertig mit der Welt heute. Ja, etwas. Da sind wir durch dieses Dorf gefahren und haben uns da nicht wirklich was bei gedacht. Und jetzt sagen wir, wow. Wären wir mal reingefahren, ne? Ja, das hätte sich auf jeden Fall hier gelohnt, dann nochmal einen Tag zu bleiben, sich die Stadt hier schon mal oder dieses Dorf hier schon mal zu erkunden. Ist schon schön. Eigentlich wollen wir ja heute auch gar nicht hier weg, aber... Wir müssen, weil wir haben morgen, wir wissen gar nicht, welche Uhrzeit wir da sein sollen, aber na gut, das werden wir nochmal nachfragen. 19 Uhr. 19 Uhr? Gut, dass er das... Gerade gelesen. Ja, das ist sehr gut, weil ich wüsste es gar nicht. Ja, Silvesterparty, ja, das Jahrzehnt geht zu Ende. Und ich muss ja sagen, bei so einer Kulisse freut man sich. Wir kommen wieder, definitiv. Denn allein, wir wollen diese Bahn, die da immer wieder hin und her fährt, um mich zu erfreuen. Mal selbst erleben, ne? Die wollen wir selbst erleben. Von Bergün nach St. Moritz werden wir da mal fahren. Und ja, tolle Feuerstelle haben wir da unten. Wenn der Stefan das mal hochmacht, ne? Da haben wir super toll gestern ein wunderbares Lagerfeuer erlebt. Ja.
nochmal wirklich ganz im Dunkeln und für, ganz... Auch für uns, weil ja. Die andere, das andere Lagerfeuer war ja für euch, da haben wir euch ja was präsentiert. Ja, alles nur für euch. Naja, doch, war auch schon für uns, weil wir dann noch ein bisschen Wärme davon hatten. Ja, also weil, doppelter Nutzen. Weil, wie gesagt, wir hatten wieder die Nacht minus 6 Grad. Das sind die kältesten Nächte gewesen, aber unser Auto ist fast wintercamping-tauglich. Ja, die Wasserleitung, da werden wir uns noch was überlegen. Das ist da kein haben wir Ding. Uns eigentlich schon was überlegt. Ja, genau. Wir verlegen einen kleinen Schlauch, der dann nach hinten ein bisschen warme Luft pusten kann. Das heißt, das wird dann im Prinzip in die Standheizung mit eingesteckt. Aber dazu später mal irgendwann mehr. Genau, wenn wir soweit sind. So, wir wollen dann, eigentlich wir wollen nicht, aber wir müssen los. Wir fahren jetzt wieder Richtung Österreich, weil was haben wir in Österreich vor? Blut zu tanken. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Ja, wir haben immer Montag. Montag sollten sie alle aufhaben. Dementsprechend melden wir uns dann. Man muss ja auch noch eins dazu sagen. Es ist ja generell kein Problem, Blut zu tanken. Bloß wenn du dann so einen blöden Gutschein von VW hast, dann wird's schwierig. Die wollen es dir natürlich nicht so einfach machen. Ja, du sollst das selber tanken und selber bezahlen. Genau. Wir sind ja auch so blöd und zwischen den Feiertagen. Da ist der AdBlue-Tank einfach leer. Wie kann das sein? Geht doch rein. Ja gut, weil Stefan schon den zweiten Arm braucht und wahrscheinlich bald den dritten Arm. Ja, es wird schwer. Den hat er nicht. Fahren wir jetzt los und wir melden uns dann von unterwegs wieder. Bis später. To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousand. They just don't belong. So, wir sind hinter Chur. Man sieht noch die Berge da ganz hinten. Da ist noch schön, da ist auch schön, immer noch ein bisschen Schnee. Aber wie gesagt, für uns war ist das hier aus der Schweiz. Das nächste Mal werden wir uns melden aus Österreich, weil da immer noch die Hoffnung ist, dass wir AdBlue kriegen. Na, mal gucken. Hatten wir eigentlich im letzten Video schon erzählt, wie geil die Toiletten hier sind? Nee, weiß ich nicht. Also ob Erzähl ich das... nochmal. Also ich hatte die auf jeden Fall auf der Hintour einmal probiert. Und Marcel hat die jetzt auch auf der Rücktour probiert und also es ist mega, weil die Dinger sind super sauber, also es riecht nichts, gar nichts, finde ich richtig angenehm. Du hast eine große Schüssel, da kannst du eine Klobrille runterklappen, wenn du das willst. Dann hast du rechte Seite so, wie soll ich sagen, Seifenspender und Wasser, das geht alles in diese große Schüssel, also es gibt nur diese eine große Abflussschüssel. Und linke Seite hast du Spülung, ja, und vorne hast du noch ein bisschen, ich glaube noch, ja genau, einen Föhn hast du noch. Gut, bei mir ging er nicht, aber das war jetzt auch nicht schlimm. Aber auf jeden Fall mega super, sauber und cooles Prinzip. Da könnte sich Deutschland auf jeden Fall eine gute, dicke Scheibe von abschneiden, finde ich. Auf jeden Fall sind die immer hier sehr schön sauber. Also das ja. Und wie gesagt, es stinkt halt nicht. Also wenn genau. Du bei uns auf Toiletten gehst, wobei es gibt ja jetzt schon ein paar modernere Toiletten, sie kriegen es langsam hin. Ja. Aber so cool wie hier. Aber so wie die sind die bei uns in Deutschland auch nicht. Also das ist auch alles Edelstahl, das heißt, du kannst es komplett schön sauber machen und ich glaube, das machen die hier auch sehr regelmäßig. Also, aber die sind gut besucht. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass, ja, dass es normalerweise bei uns, glaube ich, schon gerochen hätte. Ja, auf jeden Fall. Das tut es gar nicht. Ja, da freut man sich. Jetzt erzählen die über Toiletten, ne? Also, ja. Das große Highlight auf dem Rückzug. Naja, ich finde, das gehörte mal kurz erwähnt, weil das ist schon, da kann man schon wirklich beruhigt hingehen. Also selbst die Damen, gut. Selbst die Damen können ohne Probleme auf diese Toiletten gehen. Ja, es also. Ist das Gleiche. Also es ist von vorne mehrere Eingangstüren und das sind Damen und Herren zusammen. Genau, weil du halt dieses nach unten klappern hast. Also, genau. Und es ist wirklich sauber. Ja, was sagt die Wasserfront?
Ja, die Wasserfront ist halb aufgetaut, das heißt, ich denke bis Horch, wie, nee, wohin fahren wir? Wir fahren, sagen wir mal, Bregenz. Bregenz, also dann bis dahin, denke ich, sollte es aufgetaut sein. Aber ich schmeiß die Pumpe jetzt noch nicht an, weil Sicherung müssen wir ja hier nicht eine nach einer anderen durchpfeffern. Wir brauchen kein Wasser gerade, also. Deswegen ja, also abwarten, ja. Und bis dahin ist das dann aufgetaut. Genau, wir fahren jetzt, wie gesagt, ein bisschen noch Autobahn. Die A13, dann wollen wir, wie gesagt, in Österreich schauen, dass wir AdBlue tanken. Ich habe jetzt gerade die Warnnachricht bekommen, wenn ich nicht tanke, dann kann ich nicht weiterfahren. Genau. Also in ein Kilo, in 1000 Kilometern. 1000 Kilometer, Gott sei Dank, ein Kilometer wäre schlecht. Ja. Dann wollen wir zu Biller, wollen da einkaufen. Mhm. Und dann wollen wir nochmal tanken, weil wir sind ja in Österreich. Da tanken wir doch, weil wir wissen ja die Preise aus Lindau. Wir sind ja nicht plemplem. Nee, um Gottes Willen. Da zahle ich ja gleich 25 Cent mehr. Ja, das machen wir nicht. Guti, das heißt, wir melden uns dann. Wir sagen danke, Schweiz. War super hier. Und wir kommen. Es war uns eine Ehre. Gerne wieder. Auf jeden Fall. Im September wollen wir wieder hier sein. Ja, und jetzt geht's ab nach Österreich. Und ja, dann melden wir uns. Langsam auf dem Rückweg. Da wieder, ja. Bis später. Hallo aus Österreich. Jawohl. Wir sind hier bei Fußach und ja, stellt euch vor, da hinten, das ist das Wasser. Nein, hinter der zweiten Aufhebung, da kommt dann der Rhein. Wir haben ungefähr, also die linke Rheinmündung geht genau geradezu, wenn wir uns mal drehen. Mhm. Also da hinten, wo die Häuser sind, da geht es in die linke Rheinmündung. Also Rhein. Ja, das heißt, da hinten ist dann auch irgendwo der Bodensee. Ja, drehen wir uns jetzt wieder andersrum, weil sonst gucken wir so blöd in die Sonne. Ja. Das ist immer ganz schlecht. Ihr könnt die Sonne bekommen, das stört uns nicht. Ja, wir waren gerade einkaufen, habt ihr ja gesehen, bei Biller. Mhm. Ja, damit haben wir auch Österreich Biller abgehakt. Das machen wir nämlich gerne bei Biller einkaufen. Wir sind durch der Schweiz mit 0 Euronen durchgefahren. Also die Plakette ziehen wir jetzt mal ab. Die haben wir auch in Deutschland gekauft, nicht in der Schweiz. Also dementsprechend. Ja, wir haben nicht eingekauft in der Schweiz. Also da war, ja, nee. Brauchten wir halt nicht, ne? Nee, jetzt haben wir schon mal eingekauft. Wir machen nämlich gleich einen Apfelpfannekuchen. Wollten ja jetzt erst zur Werkstatt, aber ja, was soll man sagen? In Österreich machen die Mittagspause. Ja, das haben wir vorher nochmal geprüft. Dementsprechend fahren wir erst um 13 Tja. Uhr dahin. Das ist ja eigentlich ja, da drüben, wenn man so will. In der Richtung da irgendwo ist der Ort, wo wir hinfahren müssen. Ja. Ja, dann gucken wir mal, ob das was wird mit der AdBlue-Betankung oder nicht. Ja, und wir werden jetzt erstmal lecker ins warme Auto und lecker Pfannkuchen essen. Aha, ich wollte gerade sagen, weißt du nicht mehr, was wir machen wollten? Doch, jetzt. Bis gleich. Wir haben einen wunderbaren, leckeren Apfelpfannkuchen gegessen. Hat der da gemacht? Lecker, lecker. Ah ja? Ja. Hat sogar mir noch was von seinem abgegeben, weil er weiß, dass ich den so gerne esse.
Was macht man nicht so alles? Ja, ich mache zum Beispiel hier die Türen zu, damit es gleich nicht rabauts macht. Ja, das ist eine gute Sache. So. Jetzt versuchen wir es mal, würde ich sagen, ne? Genau, wir fahren jetzt zu einem Autohaus in Bregenz, was auch Nutzfahrzeuge hat. Ja, und dann wollen wir mal schauen, ob sie AdBlue nachfüllen oder nicht. Es heißt, es geht angeblich europaweit. Wir wissen gleich mehr. Das heißt, wir melden uns dann wahrscheinlich. Hier ist jemand drunter? Ja, oh, Schatten. Ist das hier schön? wir melden uns dann wieder, wenn das Ding erledigt ist. Oder halt nicht. Aber wir hoffen mal auf das Erste. Ich würde es denen raten. So langsam habe ich nämlich die Faxen dicke. Nee, die sind gar nicht so dick, die Faxen. Ja, ja. Ah nee, das waren die Haxen, ne? Die sind dick. Ja, ja. Guti, dann werden wir los und sind wir mal gespannt. Bis dahin. So, und Marcel? Das war erfolgreich. Mhm. Hat zwar einen Moment gedauert, aber das ist nicht schlimm gewesen. Ja, also Sie haben gesagt eine Stunde. Ich glaube, wir haben jetzt da eine 30 Minuten. 30 Minuten würde ich sagen. Also länger haben wir da auf jeden Fall nicht gewartet. Also da gibt es einen Daumen hoch für das Autohaus Strolz hier in Bregenz. Genau. Also wirklich ganz schnell, ohne Probleme, haben die jetzt hier geholfen. Zumindest was das AdBlue angeht. Ja klar, die haben jetzt keine Zeit, um sich die Tür da hinten anzugucken, die andauernd während der Autobahn jetzt mittlerweile aufgeht. Also zu euch zur Info, wir haben den 30. Dezember, falls ihr das vergessen habt. Ja genau, also morgen ist wieder hier zu, deswegen, also so viel Zeit haben sie natürlich dann auch nicht. Genau, hier ist Halligalli angesagt, denn ja, auf jeden Fall wird sich Österreich positiv in unseren Akten vermerkt lassen, ne? Also da gibt es ein Fleißbienchen dafür. Und ja, jetzt werden wir Österreich verlassen, bleiben noch ein bisschen natürlich auf Land, weil wir ja keine Vignette für Österreich kaufen, also wir bezahlen jetzt keine 9,40 Euro. Ja, nur um einmal kurz hier 3 Kilometer Autobahn zu fahren. Nein, das nein. Machen wir auf keinen Fall. Wir bleiben jetzt also auf den auf der Landstraße bis Lindau und dann geht es Richtung Würzburg, hinter Würzburg ungefähr 3 Stunden Fahrt. Ein Stau haben wir, das wissen wir. Das ist wieder da, wo der Tunnel gemacht wird. Hoffentlich nicht allzu lange, aber naja, wir haben alles an Bord. Das wird schon. Also, sagen wir, bis später. Weiter. Genau. Ciao, ciao. Sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. So, wir sind angekommen. Ich glaube, du stehst im Wald. Genau, im Gramschatzer Wald, glaube ich, heißt der. Ne? Hast du gerade gesagt, genau. Dann heißt der entsprechend so. Wir haben gute 300 Kilometer, 400 Kilometer haben wir gemacht. Ne? 450? 460, glaube ich. 460. Genau, dann haben wir auf jeden Fall das alles erreicht, was wir heute erreichen wollten.
Denn morgen sind es dann immer noch über 360 Kilometer bis nach Hause. Und das an einem Stück. Nö. Gerade morgen ist Silvester und das heißt lange durchhalten und trotzdem nicht lange schlafen, weil normalerweise zu Hause würden wir vielleicht bis 9, halb 10 pennen, wenn wir wissen, dass wir so lange machen müssen, aber im Bulli wird es nicht passieren. Weiß ich jetzt schon. So, was machen wir jetzt? Essen kochen. Geht's noch ein bisschen detaillierter? Spaghetti Bolognese. Also relativ einfach. Bisschen Hackfleisch angebraten, zack, zack, in eine Soße gerührt. Paar Spaghetti dazu und fertig ist die Kiste. Und zwar Hackfleisch aus Österreich. Wir haben in der Schweiz deutsches Essen gehabt und jetzt in Deutschland haben wir Schweizer Essen, damit das alles schön europäisch ist, denn Europa ist geil. Jo, fangen wir mal an, würde ich sagen. Der blökt so, ich weiß gar nicht wieso. Weil ich so weit weg bin. Weil er immer so weit weg ist, ja. Auf jeden Fall, wir haben minus 1 Grad, das kann ich euch auch noch sagen. Und Pudding kann es auch mit rausnehmen. Ja. Und ja, wir melden uns entweder vorm Essen, nach dem Essen. Ein Wein wird es auch noch geben. Also, ach, wir lassen es uns am letzten Montag in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, naja, in diesem Jahrtausend hoffentlich noch nicht, Noch gut gehen. gut gehen. Genau, also bis gleich. So, das Essen ist fertig. Ich habe mein Sabbalätzchen wieder rangemacht, weil ich habe gestern und vorgestern nämlich einen rumgesabbert. Also nicht gesabbert, sondern gekleckert. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, heute gibt es auch noch was mit roter Soße. Ja, da sind wir doch nicht doof. Da machen wir gleich so ein schönes Lätzchen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich sagen, stopp oder so. Stopp. Das dachte ich mir. Das ging jetzt schnell, weil es ja eine Riesenkelle. Sind ja auch gute Kellen. Ja, dann würde ich sagen, soweit Stefan, soweit ist, Soweit. stoßen wir an. Prost. Prost. Und sagen guten. Guten Hunger. Das war schon lecker. Herrlich. Stefan, du hast ganz schön lecker gekocht. Ja, danke. Mir hat's auch geschmeckt. Ja, und ich habe den Vorteil, ich habe morgen noch mal Soße, weil wir haben genug Soße, dass ich morgen was zum Essen kriege. Das ist sehr gut. Und ja, wir haben gerade abgewaschen. Holla die Waldfee. Ihr kennt das ja schon, wenn ihr den, jetzt muss ich überlegen, den zweiten Teil geguckt hat von der Novemberreise mit dem Abulaplatz. Gab es ja mal Zusatzmaterial hinter den Kulissen und Ja. das war ungefähr genau dasselbe, was wir jetzt hier haben. Und Aber ich glaube, da hatten wir noch ein bisschen mehr als jetzt. das kann sein. Ich drehe jetzt einfach mal die Kamera und dann seht ihr hier das alles. Das haben wir gebraucht. Das war gestern von unser schönen, was nennt sich das? Feueraktion? Lagerfeuer. Lagerfeuer. Und sonst den Rest haben wir heute alles gebraucht. Unfassbar. So viel Zeug. Aber für lecker Essen. Und Stefan wollte hier dieses Handtuch wegnehmen und er wird sich wundern, warum sollte das Handtuch jetzt nicht weg? Macht doch gar keinen Sinn, sonst kommt es immer weg. Ja, ich glaube, es geht nochmal ein kleines Dankeschön an unsere Eltern. Oh ja. Weil die haben Großes. ein großes Dankeschön, weil die haben irgendwie diese Wintercamping-Tour, die wir jetzt gemacht haben, mitfinanziert. Und ich könnte noch sagen, mein Bruder hat das auch ein bisschen mitfinanziert und mein Schwager, weil Ja. sie haben sich alle jetzt daran beteiligt. Also nicht, dass sie das vielleicht wussten, für was sie uns die Weihnachtsgeschenke machen, aber ja, wir haben sie in diese Reise umgesetzt. Und dieses Handtuch, das haben wir von meiner Mama geschenkt bekommen. Und ganz Das ist ehrlich, richtig gut. das ist richtig gut. Da müssen wir unbedingt rauskriegen, was es ist. Denn es ist nicht das blaue Wunder und es ist auch nicht von, wie heißen die immer? Das blaue Wunder. Wie gibt es denn dann noch? Irgendwas von QVC. Der gibt es sie auch. Es ist Bambusfaser, das merkt man. Aber keine Ahnung von wo die sind. Das müssen wir nachhaken. Sie heißen Gruyère.
Sagt mir gar nichts, aber da werden wir Mutti mal nachfragen, wo die her sind, beziehungsweise, Mutti, ich weiß, du guckst unsere Videos, poste doch mal bitte drunter, wo du die her hast. Das würde uns brennend interessieren, weil die sind richtig gut. Also die anderen waren auch schon immer gut, aber 4 Nächte haben wir damit jetzt abgetrocknet. Und alles trocken. Ja, wir werden es erstmal verräumen jetzt. Ich wollte gerade sagen, er guckt mich die ganze Zeit an, als wenn er mich was fragen will, aber tut nichts. Dann halte ich die Kamera und er sagt nichts. Finito. Tja, nicht rangekommen. Ja, wie gesagt, wie Stefan schon gesagt hat, das ganze Zeug, das muss jetzt verräumt werden. Das machen wir jetzt. Ja, und dann melden wir uns noch mal gleich kurz wieder. So, ihr Lieben, ja, wir haben uns jetzt sozusagen hier Bett fertig gemacht, werden jetzt hier den Abend hoffentlich noch ruhig ausklingen lassen. Es sind noch ein paar Jugendliche hier angekommen, wie immer. Das ist ja so, naja, typisch, sage ich mal. Ja, für unsere Reise jetzt hier war es das auch damit. Wir werden morgen uns, wenn nur noch mal melden, wenn irgendwas Spektakuläres ist, wovon wir aber nicht mehr ausgehen, weil es ist ja eigentlich nur noch Autobahnfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da natürlich. Teilt das Video. Ihr könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke klickt, dann werdet ihr auch daran erinnert, sozusagen, wenn ein neues Video von uns online geht. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, denkt daran, nochmal bei uns auf der Internetseite vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle weiteren Details zu den Plätzen und so weiter, nämlich auf kreuzfahrtbulli.com. Ja, erstmal vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal hier bei Kreuzfahrtbulli. Ciao!